Frau Vorständin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn schon jeder dazu redet, dann möchte ich natürlich auch die Position unserer Fraktion mitteilen. Also den Änderungsantrag werden wir ablehnen. Es gab die Möglichkeit, im Klimaschutzrat teilzunehmen. Es geht hier explizit um die Vertreter der Themenwerkstatt. Nachdem sich die von Ihnen genannten Organisationen dagegen entschieden haben, haben Sie auch das Recht damit eben verwirkt. Die Türen stehen ja weiterhin offen, aber es wurden eben von den Vorsitzenden dieser Industrieverbände nicht genutzt. Wir werden den Antrag, so wie er jetzt vorliegt, unterstützen. Es war ja auch von uns von Anfang an, als der Klimaschutzrat einberufen wurde, eigentlich ein Vorschlag, dass dieses Recht auch dem Klimaschutzrat gegeben wird, im Ausschuss zu sprechen. Weil ja, also es ist jetzt natürlich etwas spät, es ist 2 Jahre seit der Klimaschutzrat einberufen worden ist. Im Moment ist nicht mehr das Stadium, wo vor allem Maßnahmen entwickelt werden. Das waren die letzten 2 Jahre, damit sind die jetzt eigentlich ziemlich auch fertig. Es ist ja vor allem das Stadium zu begleiten, was mit der Umsetzung passiert. Und in den letzten Jahren, also da wäre es eigentlich schön gewesen, wenn Sie immer schon dabei gewesen wären. Ich denke da zum Beispiel an den Mittagstisch in Schulen. Aber auch jetzt wird es ja immer wieder um Berichte gehen und um Anfragen. Und es war ja in den letzten 2 Jahren immer vor allem das Hauptproblem, wie die Verschränkung ist. Also vielleicht auch, um das hier nochmal transparent zu machen, war es ja ein Problem, dass wir als Stadtverordnete an den Sitzungen der Themenwerkstätten teilnehmen. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich auch eingeladen war in der Themenwerkstatt und dann im Prinzip wieder ausgeladen wurde von der Verwaltung, weil es hieß, das ist der Ort der Themenwerkstatt. Und da doch ganz oft diese Verzahnung nicht stattgefunden hat, die ein Problem war, von der einen Seite, wo viele Maßnahmen entwickelt werden und auf der anderen Seite, wo die Umsetzung nicht stattfindet. Auch die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben oder die noch in der Pipeline sind zur Baustoffbörse, hatten wir auch immer an den Klimaschutzrat geleitet, nicht an jedes Mitglied, weil dafür gibt es ja keine öffentlich zugängliche E-Mail-Liste, sondern wir dachten eigentlich oder hatten gehofft, es geht auch über das Büro zum Klimaschutzrat, dann hieß es auch, Mitteilungen der Parteien können nicht weitergeleitet werden, was auch schwierig ist, dann Transparenz immer herzustellen. Also da, wo es ging, haben wir den Themenwerkstätten natürlich gesagt, wir haben heute eure Anträge auch eingebracht. Aber damit die auch mitbekommen, was macht die Stadtverordnetenversammlung eigentlich mit den vielen Maßnahmen, die die in viel ehrenamtliche Arbeit entwickeln. Das kann sich damit nur verbessern und ich hoffe natürlich auch, dass wenn über die Wärmeleitplanung berichtet wird, auch ohne dass das Zahlenkürzel jetzt mit drin steht im Antrag, dass dann auch die entsprechende Themenwerkstatt mit eingeladen wird, wenn der Bericht dann im Ausschuss erfolgt.